Moin, moin und willkommen auf dem Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin euer Schmuser und ich begrüße euch ja an diesem Sonntagmorgen. Wenn ich diese Aufnahme mache, haben wir, ja, ich glaube so 6:30. Und deswegen sehe ich auch etwas müde aus, denn ich bin es auch. Ich muss auch gleich ins Bett, aber ich wollte euch heute unbedingt noch ein Case-Opening bringen. Und ich wollte unbedingt noch ein paar Cases öffnen, denn am Heiligen Sonntag, ich meine, am Heiligen Sonntag, da muss man doch irgendwie was Gutes ziehen, ne? Naja, irgendwie versuche ich es mir immer wieder gut zu reden. Und was Tolles, endlich diese AK-Wetline, die verlässt mich mit dem Team Holo-Sticker drauf. Wir haben die 75 Daumen geschafft. Danke an euch da draußen. Super Sache und ja, dementsprechend werdet ihr später halt mit dieser AK-Wetline belohnt. Wer sie gewinnt, das werden wir mal schauen, gucken, was ihr so getippt habt und vor allem, was ich denn so ziehen werde in den 5 Cases. Und ich habe natürlich auch wieder ein neues Gewinnspiel für euch. Wie immer, ne? Bleibt bis zum Schluss dran, damit ihr wisst, worum es geht und was zu tun ist. Und ja, wir öffnen heute 5 Chroma 2 Keys. Also nicht die Keys öffnen wir, sondern die Kisten, aber das sage ich immer falsch, aber naja, ne? Bin ein Kacknoob. So. Ja. Die Hyper Beast würde ich ganz gerne haben, weil ich spiele wieder die S. Ja, die M4 Asimov. Da gucke ich mal, was ich mit mache. Die werde ich wahrscheinlich vertraden oder so halt, weil ja, ich komme doch mit der M4 nicht so gut klar. Und deswegen eine gute. Momentan spiele ich die Cybex, auch eine wunderschöne Waffe, gar keine Frage halt. Aber die Hyper Beast, die wird mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das Knife, bitte. Drückt mir die Daumen. Und drückt vor allem den Daumen, dass die Blauen nicht recht haben werden. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Bye, bye an die Blautipper. Nicht, dass ich es euch nicht gönnen würde, aber ich freue mich über die Leute, die mir mehr zutrauen. UMP Grand Prix. Natürlich jetzt nichts groß wert oder so halt, aber ein lila Item. Und ja, schon mal ein schöner Beginn. Am Heiligen Sonntag. Ich denke, ich meine, lieber geben im Himmel. Also heute, ne? Am heiligen gelben Sonntag. Da muss das doch klappen. Please! Gib mir was Nettes! Nicht so nett. Nicht so nett. Das geht noch besser. Übrigens heute in Ehren an den Champions League-Sieger. Barcelona. Das Trikot extra angezogen. Daumen hoch an Barcelona für den Champions League-Sieg. Hat mich gefreut, dass die den Titel geholt haben und nicht Juventus. Oh, das gibt bestimmt wieder einen Daumen runter von irgendwelchen Italienern. Ich versau's mir auch mit allen Leuten. So, Hyper Beast, Knife, Monkey Business mit Statwag. Nimm ich alles. Aber die abgesetzte Schotentitel will ich doch gar nicht haben, die hatte ich ja schon so oft. Ja, ist ja gut. Noch haben wir 2 Möglichkeiten. Lila ist zu toppen. Auswählen. Daumen drücken. Und ab geht's. Komm. Bitte gib mir was Nettes. Soll es echt am Heiligen Sonntag auch nicht funktionieren? Was soll ich sonst noch machen? Was muss ich machen, damit ich mal ein Knife ziehe? Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, haut es in die Kommentare rein. Wenn was Gutes dabei ist, vielleicht kann ich es ja umsetzen. Vielleicht funktioniert es ja. Ich bin mal gespannt, was ihr vorschlagt. Ich meine, ich streiche es immer hier, aber das hilft ja nicht. Bitte! Bitte lieber geben! Ach, ich weiß, warum ich Atheist bin und an nichts glaube. Ich weiß, warum. Na gut, aber immerhin hat Lila recht gehabt. Und damit, ja, wird die AK-Wetline, ich zeige sie hier nochmal, mit dem Holo-Sticker drauf, an, ja, an jemanden gehen, der Lila getippt hat. Ich bin mal gespannt, wer es sein wird. Einmal austappen. Und, ja, wir ziehen erstmal den Gewinner, bevor wir auch zum neuen Case-Opening kommen. Zum vorhin neuen Gewinnspiel. Ja, hier, 89 Daumen habt ihr hochgegeben. Ich kann einfach nur Danke sagen. Weiter so. Über 270 Aufrufe. Für meinen kleinen Kanal wirklich sehr, sehr nice. Danke, danke, danke. Und ja, vor allem viele Leute, die wieder fleißig mitgetippt haben. Ich öffne alle Kommentare. Es sind 87 diesmal eine Anzahl.
drücke Steuerung F und gebe Hashtag lila ein. Da werden mir 40 Ergebnisse angezeigt hier. Ich ticke einmal durch, um einen groben Überblick zu kriegen. Jemand irgendwie 300 Mal lila aneinander geschrieben hat, aber ich habe da eigentlich schon drauf geachtet und gerade eben die Kommentare einmal durchgeguckt, da muss alles okay sein. Dann würde ich sagen, ich drücke euch die Daumen und so wie ihr mir ja auch mal die Daumen drückt. Und ja, die Redline wird gewinnen. Achso, nee, Enter muss ich ja drücken. Die Redline wird gewinnen. 3, 2, 1. Der Miguel Rose, ne? Das ist ja genau. Das andere ist gelb markiert. Ja, Miguel Rose. Ich teste nur einmal. Ja, Miguel Rose auf jeden Fall. Du hast die AK Redline gewonnen. Gratuliere dir. Bitte schick mir deinen Trade-Link bitte per YouTube PM zu bis ja, nächste Woche, damit ich dir die AK zukommen lassen kann. Und ja, gratuliere dir auf jeden Fall. Dir gehört die AK-47. Dreimal haben wir sie versucht loszuwerden. Jetzt hast du so die echt reichlich verdient. Und ja, beim nächsten Mal kannst du ja Gold tippen, ne? Vielleicht klappt es ja dann auch mit meinem Knife. Schön wär's. Und ja, ihr wollt natürlich wissen, was gibt's beim nächsten Case Opening zu gewinnen. Und ja, da muss ich einmal ganz klar sagen, Danke sagen an einen User, der mir eine Waffe zur Verfügung gestellt hat. Die hat er mir nämlich gespendet über meinen Trade-Link, den ihr auch unten unter dem Video findet, in den Kommentaren, nicht Kommentaren, aber in dem Infobereich, ihr wisst ja schon Bescheid, ihr seid die Profis bei YouTube. Ich bin nur der Amateur, der hier vor der Kamera sitzt. Der Demonic Dragon, der hat mir eine Waffe zur Verfügung gestellt, sondern zwei hat er mir spendiert, die 5-7 und eine Glock 18 Water Elemental. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn wir diesmal die 75 Daumen mal ausnahmsweise wieder nicht schaffen sollten, aber guck mal, wir haben jetzt 89 geschafft, ne? Also 75 Daumen sind da wohl easy drin. Ja, dann werde ich, wo ist sie denn? Genau, die Glock Winder. Mit diesem Pattern hier, mit diesem Rot-Pattern vorne, ich weiß nicht, nichts Besonderes halt, aber ich finde es hier relativ schön, zumindest von den Gwinders, die ich hier habe, verlosen. Wenn wir die 75 Daumen nicht schaffen, sollten wir die 75 Daumen schaffen, dann Dankeschön an Demonic Dragon, der die Waffe hier spendiert hat. Dann wird es um die Glock 18 Water Elemental gehen, in Minimal Wear ist sie. Und ja, ich denke, schon ganz nett. Freut sich bestimmt der ein oder andere Glock-Spieler drüber. Und ja, dafür brauchen wir 75 Daumen unter dem Video. Ich habe keine Zweifel daran, dass ihr das schafft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Case Opening wieder. Und ja, ich sag lieber nicht, dass ich beim nächsten Mal bestimmt ein Knife ziehen werde. Aber ihr haut mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare rein, was ihr glaubt, was ich machen muss, damit es endlich mal funktioniert. Viel Spaß, bis dann. Euer Schmuser. Ciao, ciao.